Es ist Donnerstagabend. Herzlich willkommen bei Ron. Und passend zum Feierabend kommt jetzt auch die Sonne raus. Aber bleiben Sie ruhig noch ein bisschen bei uns, denn Thorsten Missler hat eine richtig schöne Sendung heute zusammengestellt. So ist es. Robin Hood hätte sich sicherlich gefreut. In Speyer gibt es die erste Richard-Löwen-Herz-Ausstellung. Unsere Reporterin hat sich die für Sie schon mal angeschaut. Und wir schalten gleich nach Sinsheim. Dort spielt die TSG 1899 Hoffenheim ja heute Abend gegen Sporting Braga. Unser Reporter ist schon vor Ort und außerdem stellen wir Ihnen die Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen vor. Und damit starten wir. Wie heißt es dann immer so schön? T-10, also 10 Tage sind es noch bis zum großen Wahltag. Teilweise kann man ja die Straßenzüge kaum noch erkennen, so voll ist alles mit Wahlplakaten. Zum einen geht es natürlich um die Bundestagswahl. Da sind Sie als Bürger aufgerufen zu wählen. Zum anderen auch für die Ludwigshafener um die Oberbürgermeisterwahl. 4 Kandidaten treten an, um Eva Lohse zu beerben. Und wir stellen sie Ihnen nach und nach vor. Und heute geht es um die SPD-Kandidatin, um Jutta Steinruck. Und Alessia Harrer hat sie getroffen. Jutta Steinruck ist 55, Mitglied im Europäischen Parlament und der SPD. Jetzt will sie Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen werden. Ich treffe Jutta Steinruck am Rathausplatz, denn hier will sie Steine rücken. Dieser Brunnen wurde vor nicht allzu langer Zeit umgebaut. Mit europäischen Mitteln, richtig viel Geld wurde ausgegeben, um aus einem Steinbrunnen einen Betonbrunnen zu machen. Ich hätte mir gewünscht, man hätte dieses Geld wirklich für einen Wohlfühlort ausgegeben. Grün muss in die Stadt, weniger Beton. Das war eine verpasste Gelegenheit. Die 55-Jährige ist nah am Bürger. Das kriegen wir während der Dreharbeiten schnell mit, denn sie wird ständig von Ludwigshafenern angesprochen, wie von diesem Anwohner. Er lebt auf der Bismarckstraße und bemängelt die Sauberkeit in der Innenstadt. Die benehmen sich wie die mit den Kanäusen da. Das ist normal Vogelfutter. Alles auf dem Boden schön, überall, wo sie hochgeschmeißt werden. Wir müssen die Bürger mitnehmen bei der Sauberkeit. Jeder Dreck, der nicht weggeschmissen wird, muss erst gar nicht für teuer Geld wieder weggeräumt werden. Da müssen wir uns aber an alle Bürger richten, an alle Altersgruppen speziell, in allen Sprachen. Und dann, wenn die Menschen das nicht verstehen wollen von so einer Bürgerkampagne, dann müssen wir abschreckende Strafen einführen. Eine Bürgerkampagne für mehr Sauberkeit und eine höhere Präsenz der Sicherheits- und Ordnungskräfte, das will Jutta Steinruck. Aber es bedeutet auch höhere Ausgaben, obwohl Ludwigshafen bereits stark verschuldet ist. Ich werde Bund und Land und auch die europäische Ebene, ich werde da Fördermittel abgreifen. Ich werde dort sehr deutlich auch nach Investitionen verlangen, die für Ludwigshafen notwendig sind. Aber wir müssen auch selbst unsere Hausaufgaben machen. Ludwigshafen hat im Schnitt doppelt so viele Arbeitslose, Langzeitarbeitslose wie das Land Rheinland-Pfalz. Doppelt so hohe Hartz-IV-Empfängerquote wie das Land Rheinland-Pfalz. Da können wir in der Stadt unsere Hausaufgaben machen, die Sozialkosten zu senken. Das ist der größte Beitrag im städtischen Haushalt. Den können wir auch senken. Also nicht immer nur nach anderen schreien, sondern auch selbst Hausaufgaben machen, indem wir Menschen in Arbeit bringen, indem wir verhindern, dass junge Menschen Schulabbrechen, weil langfristig kommen diese oder belasten uns diese Lebensschicksale auch in den öffentlichen Haushalten. Ihr Programm lautet Arbeitslosigkeit senken, in die Ausbildung investieren. Wir stehen jetzt vor einer Schule in Ludwigshafen. Was möchten Sie denn in Bezug auf Bildung alles verändern? Ludwigshafen braucht moderne, gut ausgestattete Schulen. Die Schulen sind die Kathedralen der Neuzeit. Das entscheidet die Qualität unseres Landes in Zukunft. Deswegen wird einer meiner Schwerpunkte sein, tatsächlich Schulen, gute Schulgebäude zu haben, gut ausgestattete Schulen zu haben, modernes Lehr- und Lernmaterial. Da müssen alle auch wieder mithelfen, Bund wie Land. Aber ich will alles tun, damit unsere maroden Schulen in Ludwigshafen schön werden für unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Lehrer. Als gebürtige Ludwigshafenerin ist Jutta Steinruck selbst in einem Problembezirk zur Schule gegangen. Sie lebt und liebt Ludwigshafen, deswegen verspricht sie: Der Bahnhof von Ludwigshafen wird während meiner Amtszeit kein Kiesbahnhof mehr sein, weil ich will Kultur und Menschen dorthin bringen und will mit der Bahn reden, dass ein Bahnhofskümmerer gemeinsam mit der Stadt auch das Bild der Bahnhöfe in Ludwigshafen verbessert. Nach Ludwigshafen sollte man umziehen, weil
Ludwigshafen hat so viele wunderschöne Ecken. Und mit mir als Oberbürgermeisterin wird es Lebensqualität für Familien und Menschen geben, dass Ludwigshafen eine Stadt, eine attraktive Stadt ist, in der es sich zu leben lohnt. Wenn ich meine Wahlversprechen nicht einlösen kann, dürfen meine Wähler sauer sein auf mich. Am 24. September ist die Wahl. Setzen Sie Ihr Kreuzchen, nicht nur in Ludwigshafen, auch bundesweit. Und wir informieren Sie natürlich auch auf all den anderen Kanälen. Gehen Sie auf unsere Homepage rontv.de und da finden Sie dann alles zu den Wahlen. Dann gibt es da nämlich oben rechts einen Reiter. Unsere Wahl heißt er. Und dann können Sie entweder wählen über die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen. Dann gibt es nochmal die Porträts von allen vier Kandidaten und auch die kompletten Interviews, die Alessia Harrer geführt hat. Oder eben der Reiter Bundestagswahl. Und dort finden Sie dann auch die Beiträge zum Beispiel von Peter Klöppel, der gestern in Deidesheim unterwegs war. Und Jutta Steinruck, die war auch gestern in Ludwigshafen bei einer SPD-Veranstaltung. Da ging es allerdings weniger um sie, sondern um den Spitzenkandidaten für die SPD, für die Bundestagswahl. Martin Schulz nämlich, der ist zum vierten Mal in der Metropolregion gewesen und hat vor 800 Zuschauern im Pfalzbau gesprochen. Da schaltete er in Sachen Angriffsmodus noch einmal hoch. In Richtung Angela Merkel sagte er, dass die Kanzlerin die Vergangenheit verwalte und retro sei. Und auch, dass sie seinen Vorschlag zu einem zweiten Kanzlerduell abgelehnt hat, kritisierte Schulz. Ich habe Sie aufgefordert, lassen Sie uns doch ein neues Duell machen. Oder mal wirklich ein Duell. Wäre ja mal was. Ich habe einen Brief an das Bundeskanzleramt geschrieben. Und die Antwort kommt aus dem Adenauerhaus. Nein, Frau Merkel hat dazu alles gesagt. Ich schreibe das Kanzleramt an und antworten tut das Adenauerhaus. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Bundeskanzleramt das Hauptquartier der CDU ist. Oder das Hauptquartier der CDU das Bundeskanzleramt. Aber die Vermischung dieser Ebenen zeigt, auf welchem Ross die sitzen. Und von möglichen künftigen Herrschern kommen wir zu ehemaligen. So sah nämlich einer aus, einer der berühmtesten Könige der Geschichte, Richard der Erste oder auch besser bekannt unter Richard Löwenherz, König von England, Eroberer. Ja, Herrscher, auch etwas eitel gewesen, aber auch einer, der vor grausamen Massakern nicht zurückgeschreckt hat. Und wenn Sie wissen wollen, wer er tatsächlich war, dann gehen Sie nach Speyer. Dort eröffnet am Sonntag eine Richard-Löwenherz-Ausstellung. Und Silke Beikert war heute schon beim Vortermin dabei gewesen, unter anderem eben mit der Frage, wer war er eigentlich, dieser Richard Löwenherz? Wer war eigentlich Richard Löwenherz? Ganz ehrlich, viel fällt mir nicht dazu ein. Mittelalter, englischer König, groß soll er gewesen sein und eben auch sehr charismatisch. Aber da hört es auch schon auf. Gut, dass es jetzt hier hinter mir im Historischen Museum der Pfalz in Speyer eine Ausstellung über Richard Löwenherz gibt. Und damit wir den guten Richard etwas besser kennenlernen, gehen wir jetzt genau da rein in die Ausstellung. Zum ersten Mal überhaupt widmet sich eine große Landesausstellung der faszinierenden Herrschergestalt. Richard Löwenherz, König, Ritter, Gefangener. In Speyer lernen wir alle Facetten des legendären englischen Königs kennen. Mehr als 150 Exponate aus 7 europäischen Ländern werden im Historischen Museum der Pfalz ausgestellt. Das ist Richard Löwenherz, das ist das Grabmal des einzigen englischen Königs. Und in der Ausstellung merkt man, man will einiges neue Facetten zeigen von Richard Löwenherz. Es gibt ja diesen großen Mythos, man scheint so vieles über ihn zu wissen, aber man lernt viele neue Seiten noch kennen hier in der Ausstellung in Speyer. Im Museum geht es vor allem um Richard Löwenherz Lebensgeschichte, seine Herkunft, seinen Aufstieg und seinen tiefen Fall. Das hier, das ist es, das Schwert Excalibur. Kennen Sie bestimmt auch aus vielen Filmen von früher. König Artus hat es besessen und der Sage nach eben auch Richard Löwenherz. Und der Legende nach ist dann der legitime Nachfolger und König derjenige, der das hier rausziehen kann. Und wenn ich schon mal da bin, probiere ich es mal. Ja, klappt. Nee, klappt doch nicht. Die Geschichte seines bewegten Lebens führte Richard Löwenherz quer durch Europa. Wenn es damals schon soziale Medien gegeben hätte, Richard hätte bestimmt von unterwegs getwittert. Sein Weg führte ihn unter anderem auch in die Region um Rhein und Neckar. Was darf nicht fehlen in einer Ausstellung zu Richard Löwenherz? Ein Löwe natürlich. Das hier ist einer, vermutlich aus dem Speyerer Dom. Und den hat vermutlich Richard Löwenherz auch damals gesehen. Er war nämlich zu Besuch bzw. auf der Durchreise in Speyer 1193. Rund um Ostern ist er wohl genau hier gewesen.
Sein Aufenthalt in der Pfalz wurde dann aber unfreiwillig verlängert. Fast ein Jahr war Richard Löwenherz in Gefangenschaft, unter anderem hier in der Burg Trifels in der Südpfalz, westlich von Landau. Erst nach Zahlung eines haarsträubenden Lösegelds kam er wieder frei. Ich verabschiede mich aus Speyer und bin tatsächlich etwas schlauer in Sachen Richard Löwenherz. Besuchen auch Sie das Museum. Wo sollte man auch sonst hin bei dem Wetter? Ganz genau. Aber für wen ist sie jetzt tatsächlich geeignet? Die Ausstellung, auch darüber hat Silke Beikert gesprochen mit der Projektleiterin der Ausstellung, Simone Heimann. Und wir nehmen uns jetzt einen Moment, um ausführlich über die Ausstellung Richard Löwenherz zu sprechen. Simone Heimann, eine der Projektleiterinnen, ist bei uns. Frau Heimann, wie froh sind Sie, dass es jetzt endlich losgeht? Sehr, sehr, sehr froh. Also wir freuen uns, dass jetzt wirklich der Moment gekommen ist, wo wir unsere Ausstellung Richard Löwenherz eröffnen und dann eben auch alle teilhaben können an unserer Freude und an unserem Spaß an dem Thema. Wie lange haben Sie für die Ausstellung gearbeitet? 4 Jahre, gute 4 Jahre, alles in allem hat es gebraucht. Es gab noch nie eine Ausstellung zu Richard Löwenherz, weder in England, noch in Frankreich, noch in Deutschland. Und so mussten wir wirklich ganz tief reingehen in die Geschichte. Was ist Ihnen besonders wichtig? Was soll der Besucher von der Ausstellung mitnehmen? Ganz besonders wichtig ist uns, unsere Begeisterung mitzugeben an diesem Thema und an dieser charismatischen Persönlichkeit. Es kommt ja vermutlich jeder mit seinem eigenen Bild von Richard Löwenherz zu uns und wir wollen dem zur Seite einfach den historischen Richard stellen. Wie war denn der historische Richard? Also die Quellen sagen, groß gewachsen, stattlicher Mann, ideale Gliedmaßen zum Führen eines Schwertes, blond und blauäugig, charismatisch, aber schon auch sehr willensstark, sehr durchsetzungsstark. Ich glaube, so gut Kirschenessen war mit ihm auch nicht immer. Der wusste, was er wollte und hat da eben seine Ansprüche immer geltend gemacht. Wie erklären Sie sich, dass dieser Mythos nach wie vor lebt, also Richard Löwenherz, dieser bärenstarke frühere Herrscher? Er hat selber schon aktiv sozusagen daran gearbeitet, hat immer einen Chronisten und auch Sänger dabei gehabt, die seine ruhmreichen Taten niedergeschrieben haben. Das war sehr clever von ihm. Und dann wird im 16. Jahrhundert sein Mythos mit der Geschichte von Robin Hood verwoben, mit dieser Kunstfigur. Und die beiden sind nach wie vor ein unschlagbares Doppel. Ab Sonntag ist ja dann die Ausstellung auch für alle Besucher geöffnet. Für wen ist sie gedacht? Sie richtet sich an alle, die Spaß am Mittelalter haben. Die Ausstellung Richard Löwenherz ist vielleicht eher etwas für das ältere Publikum, für die Kunst- und Kulturinteressierten. Wir werden dann extra noch für die jungen Besucherinnen und Besucher eine Robin Hood-Ausstellung ab November zeigen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Ausstellung und danke, dass wir da sein durften. Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank. Mit dem Herz eines Löwen wollen dann heute Abend die Hoffenheimer antreten. Es geht in die Europa League, in die Gruppenphase. Vorher aber noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion. Andreas Notz war heute wieder für uns unterwegs gewesen. Ja, ich bin heute ziemlich pitschepatsche nass geworden, auch wenn man es draußen jetzt nicht mehr sieht. Aber genauso nass wie die Fahrradfahrer am Markt in Mannheim. Die hatten bisher immer Ärger mit den Falschparkern. Jetzt gibt es aber eine Lösung. Dies rot und weiß. Schauen Sie doch mal selbst. Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer. Leitschwellen am Mannheimer Markt sollen zukünftig Fahrradfahrern das Leben erleichtern. Außerdem will man Autofahrer vom Falschparken abhalten. Ein Problem, das es schon seit Jahren gibt. Jetzt musste etwas passieren und dafür kamen neben Vertretern der Stadt auch Marktleute, Polizei und Feuerwehr an einen großen Tisch. Umsonst ist das allerdings nicht. Der Verkehrsversuch kostet jetzt ca. 8.000 Euro und ich denke mal, das ist kleines Geld für das, was wir dann hinterher als Erfolg haben. Und ich meine, der Schutz der Fahrradfahrer muss uns das, glaube ich, auch wert sein. Also gute Fahrt am Markt. Aufatmen für Zugpendler. Die Rheintalbahnstrecke ist schon ab dem 2. Oktober wieder frei und damit 5 Tage früher als bislang geplant. Grund für die Sperrung seit August war ein Unfall an einer Tunnelbaustelle bei Rastatt. Wasser und Erde waren in den Tunnel gelaufen, sodass die Schienen absackten. Die Folge: Kosten in Millionenhöhe. Gewissheit nach Obduktion. Die Polizei hat uns heute bestätigt, dass es sich bei dem Knochenfund, der am Samstag hier in Vierenheim von einem Pilzsammler gefunden wurde, um die Überreste eines Säuglings handelt. In den nächsten 2 Wochen will die Polizei genauere Details klären.
weniger Pleiten. Die Konjunktur brummt und lässt die Zahl der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen sinken. Nach Informationen des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz sank die Zahl der Firmenpleiten um 3,8%. Die Verbraucherinsolvenzen fielen um 4,4%. Brückenkunst. Die Hochstraße in Ludwigshafen ist nicht nur Quelle für mächtig Ärger. Die Fotografen Sandra Köstler und Marco Verdana haben sie jetzt in Szene gesetzt. Etwas ganz Neues für das Stadtmuseum. Für mich ist das einfach eine neue Auseinandersetzung, auch mit anderen Medien, mit anderen Personen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Es hat eine andere Form von Zusammenarbeit hervorgebracht und auch andere Energien freigesetzt. Und ich bin mal gespannt, wie ich das die nächsten Jahre weiter nutzen kann. Wir durften schon vorab einen Blick auf die Fotos werfen. Die Ausstellung eröffnet für Besucher erst heute um 19 Uhr. Und wir werden sportlich nach dem Aus in der Champions League-Qualifikation für Hoffenheim, heißt es nun, im internationalen Wettbewerb antreten. Im Europapokal in der Europa League. Und da ist der Gegner Sporting Praga, zweimaliger portugiesischer Meister und Pokalsieger und zuletzt Tabellenfünfter. Und darüber wollen wir unter anderem jetzt sprechen mit Tobias Becker. Der ist für uns vor Ort in Sinsheim. Tobi, wie schaut's aus? Ja, eigentlich alles gut. Es ist das erste Europa-League-Spiel für die TSG Hoffenheim. Es ist Donnerstagabend, es wird ein Flutlichtspiel und, vor allem ganz wichtig, es ist trocken. Aber zumindest vorübergehend, denn die Wolken, die ziehen ja schon auf. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Die Voraussetzungen sind also eigentlich ganz gut. Aber statt Fanflut ist hier leider Fanflaute angesagt. 25.000 Leute passen eigentlich in die Würsol-Rhein-Neckar-Arena rein. Heute sind aber nur 14.000 hier. So wurde es zumindest gestern gesagt. Heißt, 11.000 Plätze bleiben frei. Das ist ein bisschen schade. Einer, der immer in der Kurve steht, das ist Dominik Sattler. Dominik, warum steht man eigentlich da in der Kurve? Weil man Freude am Fußball hat und man unterstützt die TSG eigentlich immer wieder gern. Von daher immer wieder geil, dort zu sein. Okay, jetzt heute 11.000 Plätze bleiben leer. Das heißt, die Stimmung wird sicher auch nicht ganz so gut. Was hältst du davon? Ist ziemlich schade, weil erstes Spiel Europa League und jetzt sowas. Wäre wahrscheinlich ein anderer Gegner da gewesen, wäre wahrscheinlich die Bude ein bisschen voller gewesen. Aber 11.000 mehr oder weniger macht nichts. Wir geben Vollgas und wir gewinnen das Ding heute und alles ist super. Trotzdem Europa League, erstes Spiel in der Europa League. Das ist ja schon ein Meilenstein auch in der Vereinsgeschichte. Und trotzdem 11.000 Leute weniger. Das ist ein bisschen traurig. Traurig auf jeden Fall, aber was will man machen? Die Leute wollen dann lieber zu Hause sein. Bei dem Wind und Wetter, wie es halt momentan ist, würden wir auch gerne lieber auf der Couch zu Hause bleiben. Aber nein, die TSG wird unterstützt bei Wind und Wetter. Allerdings, wir zittern auch beide schon. Dein Tipp heute Abend? Ein klares 3-0 für die TSG. 3-0 für die TSG? Könnte klappen, oder Olli? Ja, ist auf jeden Fall optimistisch. Jetzt ist Sporting Praga natürlich auch nicht der FC Liverpool. Aber wir drücken die Daumen, dass das passt. Wie ist denn deine sportliche Einschätzung? Ja, meine sportliche Einschätzung ist ganz einfach. Also die TSG ist eigentlich der Favorit, zumindest Deutsche Liga-Tabellenvierter. Braga nur in Portugal, in Anführungsstrichen. Man muss aber auch dazu sagen, Braga war 2011 schon mal im Finale der Europa League, ist also auch kein unbeschriebenes Blatt mehr im europäischen Fußball. Das heißt, es wird spannend heute Abend. 19 Uhr geht es ja hier los und 14.000 Zuschauer leider nur. Aber hoffentlich dafür mit 3 Punkten. Ja, zuletzt gab es noch ein bisschen Irritationen um Julian Nagelsmann mit einem, ich würde mal sagen, Bayern-Flirt. Wie reagiert man denn da im Hoffenheimer Umfeld? Relativ gelassen. Also er hat gestern Abend auf der Pressekonferenz auch noch mal klargestellt, dass da eigentlich das etwas falsch interpretiert wurde. Wenn man das ganze Interview gesehen hätte, dann wäre das auch relativ schnell klar geworden. Das waren einzelne Passagen, mit denen er auch noch mal beschrieben hat, dass er natürlich irgendwann in der Zukunft mal Titel gewinnen will, bei Weltclubs trainieren will, wie zum Beispiel Bayern, wahrscheinlich auch Barcelona, Real Madrid. Das sind Clubs. In diese Region möchte er mal als Trainer, aber das hat nichts damit zu tun, ob er jetzt in diesem Augenblick oder in einem Jahr dort sein wird, sondern das war eher langfristig gemeint. Und ich denke, das ist ihm auch durchaus zuzutrauen. Er hat das gestern Abend aber nochmal richtig klargestellt und sich auch dafür entschuldigt, falls das zu Irritationen geführt hat und vor allem auch zu diese große Wellen geschlagen hat. Ja, vielleicht klappt das ja aber auch mittelfristig mit dem Titel dann in der Europa League. Da kann man heute den ersten Grundstein setzen mit einem Sieg gegen Braga. Danke dir, Tobias Becker. Dann sollten auch die Hoffenheimer nichts zu motzen haben. Und darum geht's gleich, denn wir zeigen Ihnen, warum unsere Kollegin Daline Jonasson mal richtig rumgemotzt hat. Willkommen zurück bei Ron und schauen Sie mal, Daline Jonasson.
kennen Sie sicherlich mittlerweile schon. Ist wirklich eine nette, ne? Macht auch den Eindruck. Aber die hat jetzt mal richtig auf den Tisch gehauen und rumgemotzt, ja, weil man es dort auch soll. Am Wochenende hat, oder beziehungsweise sie hat jetzt einen Ort besucht, bei dem man das am Wochenende machen möchte, machen sollte. Und warum das so ist, das zeigt sie Ihnen jetzt und was Sie sonst noch so am Wochenende treiben können. Es wird gemotzt, geflogen und getanzt in der Ronn-Region am Wochenende. Ja, Sie haben richtig gehört, gemeckert und zwar, was das Zeug hält. In Mannheim-Lindenhof im Nebenzimmer einer Pizzeria. Die Politik hat versagt, die Presse lügt eh nur und wählen gehe ich sowieso nicht. Ja, sowas hört man normalerweise in einer Stammkneipe, aber jetzt gibt's einen Ort, da kann man sich über Politik streiten. Ein Motzgeschäft und ich schaue jetzt mal, was die so auf dem Kasten haben. Zugegeben, mein Motzen ist noch ausbaufähig. Anstatt ihn anzumotzen, stelle ich Bernd Mandt also lieber eine Frage. Er ist einer der künstlerischen Leiter vom Motzgeschäft. Was kann man sich da eigentlich drunter vorstellen? Was soll das sein? Also wir wollten den Menschen hier in der Nachbarschaft die Gelegenheit geben, sich im Vorfeld zur Wahl nicht nur zu informieren über Wahlprogramme, sich damit auseinanderzusetzen, sondern einfach ganz normal darüber auch zu motzen. Gibt es denn dann auch Pizza, wenn hier gemotzt wird? Also wenn wir motzen, essen wir auch Pizza. Bis Samstag können Sie noch mal so richtig Dampf ablassen. Wo? Das verrät uns Kabarettist Einhard Klucke. Ein Motzgeschäft in der Rheinamstraße. Bei der Pino gibt es sogar Mozzarella. Und ich düse nun mit jeder Menge Ballons im Ronn-Auto nach Frankenthal und treffe Dolores Daimling, eine Organisatorin vom Dubbegull, am Freitag und Samstag. Es findet ein Ballonstart statt und dann kommen wir alle wieder und werden dann hier auf diesem wunderbaren Platz drei Ballone zum Ballonglühen hinstellen mit Musik, mit einem wunderbaren Ambiente. Schon zum zweiten Mal geht's am Kanalpark in die Luft. Auch dieses Jahr kann man sich für eine Ballonfahrt anmelden und dann solch einen Ausblick über Frankenthal genießen. Von unten gucken kostet gar nichts. Wir haben zur Einstimmung schon einmal ein paar Ballons fliegen lassen. Aber steigen die großen Ballons denn auch auf, wenn es morgens nach Schmuddelwetter aussieht? Nicht sich vergrauen lassen von den Morgen, sondern einfach kommen und gucken, das wird toll. In die Hebelhalle in Heidelberg kann man am Samstag und Sonntag bei jedem Wetter gehen. So, ich habe jetzt was ganz Spannendes. Ich habe hier nämlich zwei Tänzer vor mir sitzen, Jonas und Josef. Und die führen hier am Wochenende eine Tanzvorstellung auf. Was ist das denn, Jonas? Das ist unser Stück Infinite Games, das wir zusammen entwickelt haben. Wir machen ein unendliches Spiel mit unserem Körper und die Objekte, die wir auf der Bühne haben. Jetzt bloß nichts Falsches denken. Die Choreografie von Jonas und Josef ist jugendfrei. Und so schaut das Ganze dann aus. Der Eintritt kostet 17,50 Euro und die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. Also ihr habt es gesehen, es ist echt was los bei uns in der Region. Jetzt muss man sich nur noch entscheiden, was man davon machen will. So, und wir haben jetzt das Studio mal gegen den Blick nach draußen getauscht. Mittlerweile geht es wieder einigermaßen. Es ist trocken, aber doch recht windig, wie man vielleicht auch hört. Vor 3 Stunden sah das Ganze hier allerdings sehr viel anders aus. Da kam es nämlich richtig runter, Dauerregen in der gesamten Metropolregion. Da gab es sogar eine Unwetterwarnung, aber meist blieb es dann bei kleineren Schäden in Hockenheim. Da fluteten die Wassermassen eine Großbaustelle. Gestern der erste Herbstorkan, der uns da um die Ohren pustete und sogar Rekorde brachte, wie unser Reporter Lukas Wolf berichtet. Und zwar hier in Wachenheim in der Nähe von Worms erreichte der Wind gestern Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Ja, den Betreibern des Windparks bescherte das neue Rekorde. Hier wurde so viel Energie produziert wie nie zuvor. Dieser XXL-Wind, der brachte teilweise dann auch wirklich die Stromnetze quasi zum Überlaufen. Also das hat dafür gesorgt, dass Strom an die Nachbarländer abgegeben werden musste. Wie das in den nächsten Tagen wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Und glücklicherweise mit ein bisschen Haargel hält dann die Frisur auch noch bei den Bedingungen. Nach dem windigen Schmuddelwetter der letzten Tage erwartet uns morgen zumindest leichte Besserung. So können sich zwar auch am Freitag vor allem im Westen noch ein paar Schauer bilden, oft ist es aber auch schon trocken und die Sonne kommt ebenfalls mal wieder häufiger zum Vorschein. Mit den Temperaturen geht es leicht nach oben. Bei deutlich nachlassendem Wind erreichen sie zwischen 14 Grad im Pfälzerwald und 17 Grad an Rhein und Neckar. In den kommenden Tagen bleibt das Wetter eher durchwachsen. Neben wolkigeren Phasen mit Schauern gibt es auch immer mal wieder längere
mehrere sonnige und trockene Abschnitte. Bei den Temperaturen tut sich ebenfalls nur wenig. Sie bewegen sich meist zwischen 15 und 17 Grad. Nachts liegen die Temperaturen meist bei kühlen 8 Grad. Das ist doch mal wieder der Klassiker. Am Wochenende wird's so lala. Naja, irgendwie drinbleiben und Indoor-Veranstaltungen suchen, Thorsten. Ist immer so mit dem Wetter am Wochenende. Was machen wir morgen? Einiges. Wir wollen uns irgendwie einmal um das Thema innere Sicherheit kümmern, sind irgendwie in der Neckarstadt West. Und die Monem Bike Show beschäftigt uns. Ein Stuntman wird kommen. Du kannst schon mal trainieren, Olli. Genau. Und wir sehen uns morgen wieder. Freuen uns auf Sie. Bis dann. Ein bisschen gewindet draußen. Total. Ja. Pustet einem richtig die Ohren durch. Wenn man irgendwie noch mal einen kleinen Puschel nehmen kann. Ja, aber daran dann jetzt auch nicht mehr gedacht, beziehungsweise hätten wir auch gar nicht hingekriegt. Nö. Oh, gut.